Hallo, schön, dass du wieder da bist bei diesem Mathe macht Freude Freunde Video. Auch in diesem Video geht es um Textaufgaben zur Prozentrechnung. Wir wollen uns jetzt eine weitere Aufgabe zur Prozentrechnung anschauen und uns überlegen, wie wir dabei am besten vorgehen. Das ist also unsere heutige Aufgabe. Lesen wir uns den Text zuerst in Ruhe durch. Jeder von uns beiden liest ihn einfach mal nur für sich selbst. Drück kurz auf Pause und nimm dir die Zeit, die du brauchst. Lass uns den Text nochmal gemeinsam laut lesen. Los, trau dich, es hört dich schon keiner. Also, lies mit mir. Der Tagesbedarf an Zucker bei Kindern beträgt rund 25 Gramm. Ein Glas Orangensaft, 250 Milliliter, enthält ca. 7,5 Stück Würfelzucker. Das sind in etwa 22 Gramm. Wie viel Prozent deines Tagesbedarfs an Zucker deckst du, wenn du zum Frühstück ein Glas Orangensaft trinkst? Also, überlegen wir uns zuerst, welche Angaben in der Aufgabe enthalten sind und was genau gesucht ist. Weil es um Prozentaufgaben geht, suchen wir also Informationen zu Grundwert, Prozentwert und Prozentsatz. Drücke auf Pause und versuche einmal selbst herauszufinden, was der Grundwert, der Prozentwert und der Prozentsatz der Aufgabe sind und welche der drei Werte gesucht wird. Der gesuchte Wert ist oft in einer Frage verpackt, so wie in unserer Aufgabe. Wie viel Prozent deines Tagesbedarfs an Zucker deckst du, wenn du zum Frühstück ein Glas Orangensaft trinkst? Gesucht ist in unserer Aufgabe also ein Prozentsatz, P. Um den Prozentsatz zu berechnen, brauchen wir Angaben zum Grundwert und zum Prozentwert. Der Grundwert ist, wie du bereits weißt, das Ganze oder Gesamte. Wir wissen, dass der gesamte Tagesbedarf an Zucker 25 Gramm beträgt. Das ist unser Grundwert. Zum Schluss suchen wir noch unseren Prozentwert. Im Text steht, der Zuckergehalt im Glas Orangensaft liegt bei 22 Gramm Zucker. Die 22 Gramm Zucker, die im Orangensaft enthalten sind, die sind unser Prozentwert. Perfekt! Wir haben schon einen sehr wichtigen Teil geschafft, indem wir Grundwert, Prozentwert und Prozentsatz richtig aus der Angabe herausgelesen haben. Jetzt geht es ans Rechnen. Die Formeln für die Berechnung der einzelnen Werte haben wir uns im vorherigen Video dieser Reihe bereits überlegt. Dabei haben wir auch gelernt, dass wir uns eigentlich nur eine Formel merken müssen, die wir dann umformen können. Welche Formel hast du dir gemerkt? Schreibe sie am besten auf. Ich merke mir immer diese Formel hier. Prozentwert ist gleich Grundwert mal Prozentsatz durch 100. In unserer Aufgabe suchen wir den Prozentsatz, also müssen wir die Gleichung so umformen, dass der Prozentsatz alleine auf einer Seite steht. Drücke nun auf Pause und versuche es einmal selbst. Ich habe es mir auch nochmal überlegt. Wir dividieren zuerst durch den Grundwert g und multiplizieren danach mit 100. Und erhalten folgende Formel für den Prozentsatz. Prozentsatz ist gleich 100 mal Prozentwert durch Grundwert. Wenn du dir eine andere Formel gemerkt hast und durch Umformen auf das gleiche Ergebnis gekommen bist, ist das natürlich genauso richtig. Jetzt müssen wir nur noch richtig einsetzen. Beginnen wir mit dem Prozentwert. Der steht in unserer Formel im Zähler. Danach kommt der Grundwert. Er steht hier im Nenner. Da beide Werte 22 und 25 in derselben Maßeinheit, nämlich Gramm, gegeben sind, können wir hier problemlos einsetzen. Wir haben also 100 mal 22 durch 25. Wir müssen diesen Wert nur noch berechnen. Am besten wir kürzen gleich. 100 und 25 lassen sich durch 25 kürzen. Dann sieht unsere Rechnung schon viel einfacher aus. 4 mal 22 und das ergibt 88. Unser Ergebnis lautet also 88%. Am besten formulieren wir jetzt noch einen vollständigen Satz als Antwort. Das könnte folgendermaßen aussehen. Ein Kind deckt 88% seines Tagesbedarfs an Zucker, wenn es ein Glas Orangensaft trinkt. Super, wir haben die Aufgabe gelöst. Am besten wiederholen wir noch einmal kurz, wie wir das gemacht haben, damit wir es dann im Mastery-Video genauso machen können. Wir haben damit begonnen, die Aufgabe in Ruhe durchzulesen. Dafür solltest du dir immer genug Zeit nehmen und wenn nötig, kannst du sie auch zwei- oder dreimal lesen. Danach haben wir Angaben zum Grundwert, zum Prozentwert und zum Prozentsatz aus dem Text herausgelesen und markiert.
Diese mussten wir schließlich in die passende Formel einsetzen und den gesuchten Wert ausrechnen. Hier nochmal ein Tipp für dich. Merke dir eine Formel und forme sie passend zur Aufgabe um. Zum Schluss haben wir noch einen vollständigen Antwortsatz formuliert. Wenn du möchtest, kannst du dir diese 4 Schritte auf ein Post-it schreiben und irgendwo aufhängen, wo du sie dir oft anschauen kannst. Dann merkst du es dir bestimmt super schnell. Jetzt haben wir wirklich schon einiges geschafft und eine knifflige Aufgabe zur Prozentrechnung gelöst. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video, in dem wir uns noch eine weitere Textaufgabe zur Prozentrechnung anschauen und du mit dem Rechnen dran bist. Bis dann!